Moin ihr Figuren, Suchtis und herzlich willkommen zurück bei Chris Tillmann mit einer Special Box, auf die ich mich schon lange gefreut, ganz ehrlich, weil ich habe es ja schon mal angekündigt in mehreren Videos und auch bei TikTok und auch bei Instagram. Das ist die Special Box von Get Digital mit dem Thema Masters of the Universe. Yeah! Ich bin da sehr gespannt. Ich hatte schon ein Teaser-Item bekommen im Vorfeld. Das war der Masters of the Universe He-Man Second Edition 40 Anniversary Print mit Vintage-Kopf. Für die, die jetzt nicht wissen, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist auch egal. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich die Box so hingestellt, dass man nichts. Na ja, gut. Ich muss mich jetzt halt hier hinstellen. Das Doofe ist, die sind so klein, ich muss die Box zurückstellen. Ach, darstellen. So. Wir haben Papier. Woo! Und den Zettel. Oh, guck mal hier, voll Masters! Legendary He-Man and the Master of Universe. Ich weiß jetzt nicht, was drauf. Ich zeige euch mal den Zettel. Ich gucke jetzt nicht auf die Rückseite, weil da ist bestimmt was drauf. So. Okay. Ich bin sehr gespannt. Es ist eine Figur drin, auf jeden Fall. Yes! Weil ich ja den He-Man schon hab. Danke. Hab ich den Skeletor! Sehr gut, ich habe das Doppelpack. Auch 40 Jahre. Was ich gerade erzählt hatte, 40 Jahre bezieht sich auf den Print hier oben, diesen silbernen 40 Jahre Print. Die Figur ist schon alt im Vergleich zu den Origins, die rauskommen. Deswegen gibt es den schon lange nicht mehr zu kaufen oder sehr, sehr schwer. Genau wie den He-Man, das Gegenstück mit dem Vintage-Kopf. Deswegen freue ich mich, die Karte zu bekommen. Ich habe den natürlich schon, allerdings nicht mit der Version. Die Sammler unter euch, ihr wisst, wie bescheuert das ist. Alle anderen wisst es jetzt auch. Skeletor, mega. Also hier ist super, da ist so, also abgesehen von der Grayskull natürlich. Ja, geil, Skeletor läuft schon. Oh, noch eine. Okay, ich nehme es zurück, ich habe noch einen He-Man. Ein Doppelpack, umso cooler. Preislich. Ich bin mit der Box ja ein bisschen, ne? Master ist ja so ein bisschen mein Thema, also eins von den Themen. Preislich. Die Box kostet 69 Euro. Viele sagen, kriege ich das überhaupt raus? Die Figuren gibt es doch für 3 Euro, 5 Euro. Nein, die gab es mal für 5 Euro zu kaufen. Das ist richtig. Mittlerweile nicht mehr. Wenn man die jetzt kriegen will. Okay, die Bösen haben We Will Rule Eternia und die anderen haben Defend of Eternia. Also das ist Merman. Ganz ehrlich, ich hab mit Schlimmeren gerechnet. Die finde ich cool. Auch die Box ist nice, weil man die wiederverwenden kann. Designed by Numskull. Doch, kann man sich sehen lassen. Finde ich sehr schick. Da ist bestimmt ein Funko Pop drin. Was haben wir hier? Verdammt. Ach nee, es glaubt ja keiner. Eine Sonnenbrille. Warum ich das jetzt so witzig finde, seht ihr dann später irgendwann. Oh nein. Also es ist eine Masters of Universe Sonnenbrille. Oh Gott, das erkennt man wahrscheinlich super schwierig. Ich versuche es trotzdem. Auf der einen Seite ist Skeletor mit Havoc Staff und ein paar bösen... Oh, seht ihr das? Ich zitter zu viel, ne? Auf der anderen Seite ist natürlich He-Man mit dem Zauberschwert. Ich hoffe, das erkennt ihr jetzt so. So. Geil. Es sind noch Folien drauf, deswegen sehe ich jetzt nicht so viel, aber das finde ich nice. Ach, ist das lustig. Da muss ich gleich ein Foto von machen und weiterschicken. Oh, geil. Battle Cat darf auch nicht fehlen. Kriegt man mittlerweile auch nicht mehr. War für so 8 Euro war es im Laden. Zum Schluss mittlerweile kriegst du es auch nicht mehr. Also eine Origins Battle Cat. Also ich würde jetzt diese Box, ganz ehrlich, würde ich jetzt als Masters Einsteiger Box betiteln, weil die alle Masters Fans da draußen haben diese Figuren auf jeden Fall schon in irgendeiner Form. Jetzt fehlt natürlich noch ein Panto eigentlich, ne? Hätte ich mal nichts gesagt. Ja klar. Und Panto ist das Reich von Skeletor, falls das nicht alle wissen. Und mit dem geilen Artwork. Ich mache da jetzt keine Review zu, logischerweise. Aber das finde ich ein schönes Paket. Also mal ganz losgelöst von der ganzen Geschichte, jetzt von Preisen her und sonst was.
finde ich das eine gute Ausgangsposition für Leute, die eine Star Wars Sammlung. Für Leute, die eine Master-Sammlung starten wollen. He-Man, Battle Cat, Skeletor mit Pantoa, finde ich gut. Und damit man keine kalten Füße kriegt auf dem Reittier, kriegt man da noch Socken. Achso, das war's. Das ist die Box. Das ist die Box. Die tue ich jetzt mal weg. Und stelle das erstmal hier hin. Also mir gefällt alles. Wahrscheinlich hat das auch mit dem Thema zu tun. Ich finde das richtig. Ich finde die Box gut. Gefällt mir. So, Masters. Jetzt gucken wir mal, was sie als Preis angesagt haben. Ihr müsst mitrechnen. Okay, die He-Man Actionfigur mit 19 Euro. Wie gesagt, ich habe 20 gesagt. 17 bis 20 Euro ist mittlerweile wieder realistisch. Battle Cat auch 18 Euro, also 19 Euro. Ja, okay, dann das gleiche bei den beiden. Also haben wir hier 19 Euro. 38 Euro plus 38 Euro will sind, genau, richtig, 76 zusammen. Da sind wir schon, die Boxwert ist schon draus. Dann haben wir die Socken, Nice and Naughty Socken. Kosten zusammen 15 Euro, finde ich okay. 15 Euro für 4 Paar Socken mit Brand drauf, also Marcelino das Brand, finde ich okay, kann man machen. Und dann nochmal 20 Euro für die Sonnenbrille. Auch von Numbskull, joa. Hätte ich jetzt nicht ausgegeben, aber ich finde sie cool gemacht mit diesem, habt ihr das so gesehen? Diese Zweifarbigkeit, dass sie in der Mitte da quasi überschwappt von Lila ins Rote, finde ich auch sehr schick. Doch, gefällt mir. Ich finde die Box gut. Ich weiß, dass viele jetzt wahrscheinlich sagen, boah, nö, die ist für mich gar nichts, die Figuren kostet ja nichts. Ihr müsst aber daran denken, ihr kriegt diese Figuren nicht mehr großartig zu kaufen. Also die meisten werden jetzt gucken, Smith Toys oder sonst wo, die sind ausverkauft, die kriegt ihr nicht mehr. Die sind halt weg, schon vor Monaten faktisch weg. Die, klar, gab es eine große Zeit, wo es diese Figuren gab. Zuletzt gerade erst Battle Cat und Pantoa. Das sind die letzten beiden Figuren, die ausgelaufen sind quasi. Davor Skeleton He-Man. Die kriegt ihr ja so nicht mehr. Und deswegen finde ich diese Box für Sammelstart richtig nice. Für mich persönlich finde ich sie auch cool, weil die Socken sind für mich schön. Welche Größe sind die eigentlich? Habe ich gar nicht geguckt. Oder ist es One Fits All? Habe ich nicht geguckt. 39 bis 45. Muss ich gucken. Gerade so an der Grenze. Und die Sonnenbrille ist auch okay. Hätte ich mir selber nie gekauft, aber ist okay. Und die beiden Varianten finde ich sehr gut, weil ich habe die beiden Varianten mit dem 40-Jahre-Sticker noch nicht. Deswegen, schöne Box. Mir gefällt sie. Was ist eure Meinung? Sagt ihr mal eure Meinung zu dem Masters of Universe Exclusive Box von Get Digital gerne in den Kommentaren. Yay oder nö? Ich danke fürs Zugucken. Daumen und Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und bei der Macht von Grayskull, ihr habt den Loot! Und bis zum nächsten Mal.